Na los. Udina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Geth glauben, Reaper sind Götter und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Es ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen, und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Geth benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Geth gefügig zu machen. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass es sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Immer wenn die Menschheit Sie um Hilfe bittet, ignorieren Sie uns. Shepard hat recht. Ich habe diesen Rat satt und seine antihumanen Botschafter! Es gibt noch eine andere Lösung. Ein Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Es war ein turianischer Spectre, der diesen Rat betrogen hat. Und ein Mensch, der ihn enttarnt hat. Ich habe mir das verdient. Commander Shepard, vortreten. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens.
Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre-Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Wir werden alle relevanten Daten an Botschafter Udina weiterleiten. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Citadel-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Ihr Botschafter hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Was erwarten Sie von einem Politiker? Los! Bleibe direkt hinter Ihnen, Commander. Spectre-Bonus freigeschaltet. Spectre-Training, Training-Talent freigeschaltet. Na gut. So. Spectre-Training. Oh ja, jetzt kommen wir hier. So. Erhöht Schaden und Dauer aller Talente und Angriffe um 1%, Versuchung 5, Versuchung 15 und 2. Gut. Oh, da muss ich mal ein paar mehr abtrünnige Entscheidungen treffen, sehe ich hier gerade. Da muss ich mal ein bisschen mehr machen dann. Gut, was sagen Schuldbeweisen mit dem Botschafter reden. Gut, dann werden wir jetzt mal zur Citadel-Sicherheitsgeschichte hochgehen. Ach ja, jetzt kann man ja auch nochmal mit ihm reden. Nein. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer neuen Position als erster menschlicher Spectre-Commander. Sie werden Ihre Sache ganz sicher gut machen. Ich weiß das zu schätzen. Mein Name ist Admiral Kahoku. Es ist höchste Zeit, dass die Allianz einen unserer Leute als Spectre abstellt. Wir brauchen Leute wie Sie, die sich um unsere Probleme kümmern. Was für Probleme, Admiral? Ich werde von bürokratischen Arschlöchern festgenagelt. Nichts Neues. Vielleicht können Sie mir helfen, Shepard. Eines meiner Aufklärungsteams sollte seltsame Aktivitäten in der Traverse untersuchen. Wir haben gestern den Kontakt verloren. Und jetzt bekomme ich keine Genehmigung für eine Untersuchung, weil es auf einmal Sperrgebiet ist. Aber das gilt nicht für Sie, Shepard. Spectres können überall hingehen. Sie könnten herausfinden, warum der Kontakt zu meinem Team abgerissen ist. Ich finde Sie, Admiral. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich hatte keine andere Option mehr. Ich werde hierbleiben und versuchen, durch die offiziellen Kanäle etwas herauszufinden. Allerdings mache ich mir diesbezüglich keine Illusionen. Ich werde die letzten Standortdaten meines Teams auf Ihr Schiff hochladen. Vielleicht finden Sie etwas heraus. Gut. Und dann können wir ja auch nochmal mit... mit ihm da reden. Er hat auch nochmal eine Mission für uns. Hoffentlich geht es ihm gut. Ich habe gerade Pause. Reden Sie mit jemand anderem, wenn Sie was brauchen. Mir geht im Moment zu viel durch den Kopf. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Vielleicht können Sie es. Sie sind Soldat, nicht wahr? Waren Sie schon mal in der Traverse? Ich bin nicht nur Soldat, ich bin ein Spectre. Ein Spectre? Ich hatte gehört, dass Sie jetzt auch Menschen zulassen. Wurde auch Zeit. Das bedeutet, dass Sie überall hingehen können, nicht wahr? Auch in die Traverse? Mein Bruder ist Captain auf einem Schiff namens Majesty. Es flog vor einigen Tagen durch die Traverse und verschwand dann. Es war plötzlich einfach weg. Normalerweise kann es nur zwei Gründe dafür geben, dass sie massive technische Probleme haben oder angegriffen wurden.
Keine der beiden Optionen lässt Raum für Hoffnung. Ich werde meinen Bruder nicht aufgeben, noch nicht. Ich habe die Koordinaten der letzten Übertragung seines Schiffes. Was für ein Schiff war es? Lassen Sie sich nicht von seinem Namen täuschen. Die Majesty ist nur ein kleines Handelsschiff mit einer Handvoll Leuten als Besatzung. Aber er hat dafür gesorgt, dass sie immer gut in Schuss ist. Ich bezweifle, dass technische Probleme der Grund sind. Aber sie haben keinerlei echte Waffen oder Schilde. Die Majesty ist leichte Beute für jeden, der es darauf anlegt. Was springt dabei für mich raus? Ich kann es mir leider nicht leisten, sie zu bezahlen. Wenn ich genug Geld hätte, wäre schon längst ein Bergungsteam unterwegs, um ihn zu suchen. Vielleicht könnten Sie mir einen persönlichen Gefallen tun und sich darum kümmern. Untersucht den Vorfall denn niemand? Mein Bruder ist nur ein kleiner, unabhängiger Händler. Schiffe wie seins verschwinden ständig in der Traverse. Wenn Ihr Bruder noch lebt, werde ich ihn finden. Geben Sie mir die Koordinaten. Ich werde Sie sofort an Ihr Schiff übermitteln. Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn Sie ihn gefunden haben. Klar. Dann will ich jetzt noch mal ganz kurz zurück zu Executor Palin. Der hat ja auch noch was rumzuquaken. Und dann gehen wir hoch zur Andockbucht und werden das Schiff übernehmen. Also haben Sie es tatsächlich gemacht. Ich wusste, dass einer von Ihnen eines Tages zum Spectre ernannt würde. Ich kann nur hoffen, dass Sie mehr taugen als der andere, den Sie finden sollen. Ich werde hart daran arbeiten, Saren aufzuhalten. Genau das macht mir ja Sorgen. Kann ich etwas für Sie tun? Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Gut, das war's auch schon. Aber der Vollständigkeit halber. Gut, dann fahren wir jetzt mal zur Andockbucht hoch. Mal. Ja. Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. Warte noch mal hier oben. Stimmt, den Keeper hier oben hatte ich ja noch gar nicht gescannt. Warte mal, man kann doch hier irgendwie auch noch sich ein paar Punkte abholen, wenn man sich hier das Schiff anguckt. Ach, wohl jetzt noch nicht. Gut, dann reden wir mal mit Udina. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandy ab. Das Schiff gehört jetzt Ihnen. Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Das perfekte Schiff für einen Spectre. Behandeln Sie sie gut, Commander. Das ist nicht richtig. Die Normandy gehört Ihnen. Sie brauchen ein eigenes Schiff. Ein Spectre ist niemandem außer dem Rat Rechenschaft schuldig. Und es ist Zeit für mich zurückzutreten. Kommen Sie, Captain. Sie sind es mir schuldig. Ich war vor 20 Jahren in Ihrer Situation, Shepard. Sie hatten mich als Spectre ausersehen. Warum haben Sie es nie erwähnt? Was hätte ich denn sagen sollen? Ich war zu dumm, ein Spectre zu werden? Ich habe versagt, Commander. Und ich bin nicht gerade stolz darauf. Fragen Sie mich später. Dann erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte. Vorerst müssen Sie nur wissen, dass ich zusammen mit Saren auf einer Mission war. Und
er dafür gesorgt hat, dass mich der Rat ablehnt. Ich hatte meine Chance, Shepard. Sie kam und ging. Jetzt haben Sie die Chance, meine Fehler wiedergutzumachen. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Sir. Saren ist weg. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Seine Geht suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Pharos-System abbrach, wurden dort Geht gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht. Finden Sie heraus, was Saren auf Pharos und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Die Reaper sind die wahre Gefahr. Da bin ich mit dem Rat einer Meinung, Shepard. Ich bin mir nicht mal sicher, dass sie existieren. Aber wenn sie es tun, kann die Röhre sie wieder zurückbringen. Sorgen Sie dafür, dass Saren die Röhre nicht bekommt. Und wir verhindern, dass die Reaper zurückkehren. Ich werde ihn aufhalten. Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Benesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteaner spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Belten im Artemis-Tau-Cluster untersucht. Dann sollten wir vielleicht zum Artemis-Tau-Cluster. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Ich werde versuchen, Ihnen die Sache nicht noch schwerer zu machen, Botschafter. Das freut mich, Commander. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre wurden. Ich muss zu einer Besprechung. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Gut, dann reden wir nochmal mit Ihnen. Ja, Commander? Sie haben für die Spectres gearbeitet. Ich will die Wahrheit über Sie und Saren erfahren. Ich möchte etwas über die Mission hören, die Sie damals gemeinsam unternommen haben. Wir hatten Informationen über einen abtrünnigen Wissenschaftler, der von den Batterianern unterstützt wurde. Er wollte draußen im Randsektor eine Anlage bauen und illegale KI-Technologie entwickeln. Die Allianz hatte schon fast alles erledigt, aber der Rat wollte, dass ein Spectre sich die Sache ansieht. Wir schlossen einen Kompromiss. Ich bekam den Auftrag, Saren bei seinen Nachforschungen zu unterstützen. Wir fanden ihn in einer Raffinerie auf Kamala. Er war irgendwo da drin, bewacht von einer Armee batterianischer Söldner. Der Plan war einfach. Reinschleichen, den Wissenschaftler holen und wieder rausschleichen. Schnell, leise und ohne unnötiges Blutvergießen. Klingt, als wäre es nicht nach Plan verlaufen. Saren und ich trennten uns, um die Suche auszuweiten. Und irgendwann gab es dann diese mächtige Explosion im Raffineriekern. Von offizieller Seite wurde sie als Unfall deklariert. Aber ich denke, Saren hat diese Explosion ausgelöst, um die feindlichen Wachen abzulenken. Keine schlechte Idee, ein gutes Ablenkungsmanöver. Das war nicht einfach nur ein Ablenkungsmanöver, Commander. Die Explosion hat die Raffinerie in Stücke gerissen. Es stand alles in Flammen. Schwarze Chemierauchwolken stiegen auf. Drinnen gab es keine Überlebenden. Ganz in der Nähe gab es ein Lager für die Arbeiter und ihre Familien. Durch das Feuer und diese Giftwolken starben mehr als 500 Leute. Fast alle waren Zivilisten. Saren war es egal. Das Ziel war eliminiert, Mission erfüllt. Aber mir hat man die Schuld gegeben. Danach wollte niemand mehr, dass ich zu den Spectres gehe. Aber Saren hat doch die Explosion verursacht. Warum gab man ihnen die Schuld? In seinem Bericht behauptete Saren, ich hätte seine Tarnung auffliegen lassen. Er sagte, es wäre meine Schuld gewesen, dass uns die Wachen erwartet hatten. Dass es aus diesem Grund zu einem Massaker geworden war. Sarens Bericht reichte dem Rat und meine Chancen, jemals ein Spectre zu werden, waren dahin. Sie müssen sich keine Vorwürfe machen, Commander. Nein, ich werfe es Saren vor. Ich denke, er wollte, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Er suchte nach einem Grund, um diese Raffinerie in die Luft zu jagen. Vielleicht findet er einfach Gefallen an Gewalt. Vielleicht wollte er mich nur schlecht aussehen lassen, damit ich nicht bei den Spectres aufgenommen werde. Jedenfalls hat es funktioniert.
Warum haben Sie ihn damit davonkommen lassen? Wem glauben Sie, würde der Rat mehr Glauben schenken? Mir oder seinem besten Agenten? Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Vielleicht hätte ich eingreifen können, bevor alles außer Kontrolle geriet. Das Einzige, was jetzt zählt, ist, Saren aufzuhalten. Sie haben recht, Commander. Die Vergangenheit hilft uns nicht weiter. Können Sie mir Informationen über unsere Kolonie auf Pheros geben? Der ganze Planet war einmal eine gigantische proteanische Stadt. Jetzt sind fast nur noch Ruinen übrig, aber ein Teil der Infrastruktur ist noch intakt. Die Kolonie wurde auf den Resten der proteanischen Gebäude gegründet. Nach dem Angriff der Geth haben wir den Kontakt verloren. Wie geht es Ihnen? Es geht so. So hatte ich mir mein Karriereende nicht vorgestellt. Dieser Papierkram geht mir auf die Nerven. Aber Sie sind der Einzige, der Saren aufhalten kann. Ich glaube an Sie, Shepard. Wenn das bedeutet, dass ich abdanken muss, tue ich es. Was wissen Sie über den Artemis-Tau-Cluster? Nicht viel. Ich war noch nie dort. Eine Handvoll Systeme mit ein paar nicht verzeichneten Welten. Aber keine richtigen Kolonien. Das könnte schwierig werden, Dr. Zoni dort zu finden. Ich rate Ihnen, die Welt mit den proteanischen Ruinen aufzusuchen. Was können Sie mir über Noveria erzählen? Auf Noveria gibt es immer Ärger. Das hat schon Tradition. Der ganze Planet ist praktisch eine Spielwiese für Unternehmen, die illegale Forschung betreiben. Seien Sie dort extrem vorsichtig, Shepard. Die einzige Citadel-Autorität, die Noveria anerkennt, sind die Spectres. Aber sie sind nicht gerade beliebt. Gut. Ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie Fragen haben. Gut. Ach, jetzt kann man sich hier das Schiff angucken. Gut, und ich glaube, da hinten war auch noch mal was, ne? Ja, hier. Kann man sich nochmal Punkte reinpfeifen. Ah, wunderbar. So, was nehmen wir denn hier nochmal? Steuerungstraining, Avalierschub, Allgemeinschüchterungstraining. Ja. Gut, die beiden Punkte heben wir nochmal auf hier für einschüchtern. So. Ja, das Sony, Ferros. Ja. So. Gut. Gut, ich beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat. Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.